Guten Tag zusammen, wieder frisch aus meinem Esszimmer, was immer noch nicht eingerichtet ist und wir am Renovieren sind und mit tollem Hall-Effekt. Ja, ich habe ein neues Produkt getestet, was erst seit circa einem Monat, anderthalb ungefähr auf dem Markt ist. Und zwar Nivea In Douche Body Lotion. War in einer meiner Boxen, hat Conny-Line natürlich ausprobiert. Und ich muss sagen, interessant. Es ist eine Beauty-Innovation, gab es vorher in der Form noch nicht. Doch wie ist es mit der Wirksamkeit? Wie funktioniert es? Was soll das? Und so weiter. Spart es mir Zeit? Ja, es spart mir Zeit. Ich muss wirklich sagen, es spart mir Zeit. Man geht duschen, man duscht sich ab, alles in Ordnung, perfekt. Und dann nimmt man das Zeug auf die nasse Haut, verteilt es auf den Körper und duscht sich nochmal mit warmem Wasser ab. Wer Kaltduscher ist, hat ein bisschen Probleme, schmiert ein bisschen. Mit warmem Wasser geht es eindeutig besser. Gut. An sich kein Problem, alles gut, wunderbar. Wie fühlt sich die Haut an? Die Haut fühlt sich danach angenehm an. Fühlt sich wirklich eingecremt an. Funktioniert es aber, dass es wirklich gut die Haut den ganzen Tag pflegt? Bei dem Produkt, was für normale Haut ist und ich leider ein bisschen eher trockene Haut habe am Körper, reicht es nicht ganz aus. Klar, daher muss ich sagen, meine Meinung bedingt. Ich habe das Produkt für sehr trockene Haut noch nicht getestet. Das könnte also durchaus funktionieren bei mir. Bei mir ist es so, dass es ungefähr, ich würde sagen, ich fühle mich gut einen halben Tag gut gepflegt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich das für sehr trockene Haut nehme, es für meine Haut besser passt und ich durchaus den ganzen Tag mich gut gepflegt fühle. Ich finde das Prinzip gut. Interessant finde ich, dass draufsteht, bitte seien Sie vorsichtig, sonst rutschen Sie in der Dusche aus. Also da bitte mit Duschmatte benutzen, ansonsten könnte es durchaus wirklich ein bisschen rutschig werden und dann ist es nicht ungefährlich. Wäre ein bisschen scheiße, nur um Zeit zu sparen, weil man sich nicht außerhalb der Dusche eincremen will, dass man sich mal kurz das Genick bricht. Wäre ein bisschen schlecht, daher auch nicht so effektiv. Ist auch, glaube ich, nicht im Sinne des Herstellers, der ja eher hofft, dass man lebendig noch ein bisschen von der In-Dusche kauft, von dieser In-Dusche-Body-Lotion und nicht dann mit gebrochenem Genick irgendwo unter der Erde verschadigt. Also daher bitte aufpassen. So, Produkt an sich finde ich eine interessante Alternative zur normalen Bodylotion. Vor allen Dingen, es geht schnell. Es geht wirklich schnell. Es geht flott. Und es fühlt sich wirklich auch gut an auf der Haut. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mein Handtuch danach irgendwie voll sauer oder sowas beim Abtrocknen. Sondern es ist wirklich weg und es ist angenehm und die Haut fühlt sich trotzdem irgendwie satt an. Zumindest direkt danach. Nach einem halben Tag ungefähr ist es weg. Ja, finde ich gut. Was sagt ihr? 400 Milliliter sind drin. Bei mir hält das auch recht gut. Ich brauche nicht so viel, um mich einzucremen. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich weniger Produkt brauche, als wie bei einer normalen Bodylotion. Daher finde ich gut. Gute Innovation. Gefällt mir. So, wie findet ihr es? Schreibt es mir in die Kommentare. Und meint ihr, dass es noch mehr Produkte davon geben wird? Wird es noch mehr In-Dusch-Produkte geben? Was kommt als nächstes? In-Dusch-Handcreme, In-Dusch-Fußcreme, In-Dusch-Gesichtscreme? Ich bin der Meinung, ja. Ich bin der Meinung, da kommt noch was. Ich bin der Meinung, dass bestimmt Gesichtscreme, Tagespflege und sowas in der Richtung definitiv in die Dusche kommen wird. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, wird auf jeden Fall eines der ersten Produkte sein, wenn es dann kommt, das ich testen möchte. Definitiv. Ich denke, das ist der neue Trend und da wird es noch einiges geben, denke ich. In-Dusch-Shampoo. Ach nee, das gibt es ja schon. Scheiße. Egal. Nun denn, also ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, da kommt noch was und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt drauf. Ich werde es dann auf jeden Fall ausprobieren. Lassen wir uns überraschen. Ich denke, das wird jetzt der Trend des Jahres und jetzt habe ich ein Problem, weil Duschgel habe ich ja schon gesucht. Muss ich jetzt In-Dusch-Body-Lotion-Extremsammlerin werden? Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Nun denn, ich würde sagen, bis dahin schauen wir mal, ob noch mehr kommt. Ich bin gespannt, ob das für euch auch der neue Trend ist. Oder ob ihr sagt, so ein Scheißdreck, ich nehme lieber die alten Bodylotions, die sind besser. Ja, so viel von mir, so viel von der In-Dusch Bodylotion und wir sehen uns im nächsten Video.